Nach diesem kleinen Intermezzo machen wir jetzt mit der Podiumsdiskussion weiter. Ich hoffe, der Vortrag von Herrn Latif ist noch präsent im Kopf. Herr Latif, wenn Sie vielleicht schon mal Platz nehmen würden. Außerdem, neben Herrn Latif, begrüßen wir hier vorne am Podium Heidi Weidenbach-Matar. Sie ist ständige Vertreterin des Generalsekretärs der Kultusministerkonferenz. Dann bitte ich nach vorne Martin Kaiser. Er ist Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Und Katharina Ronchevich, sie ist Referentin für inklusive Bildung für nachhaltige Entwicklung beim Verein Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit und Mitglied des ESD-Expertenrat. Hallo, Applaus bitte für alle. Vielleicht können Sie sich da hinsetzen. Ja. Guten Morgen. Rutschen Sie ruhig da, dann habe ich Sie alle im Blick. jeder nimmt sich ein Mikrofon. Sehr gut. Herr Latif, das war ja jetzt gerade, habe ich eben schon gesagt, ein bisschen ja, ernüchternd, Ihr Vortrag. Was ich da jetzt mitgenommen habe, ist, dass man versuchen muss, diesen Rauschabstand zu vergrößern, dass man versuchen muss, irgendwie eine Methode zu finden, wie man für sich rausfinden kann, welche Informationen valide sind und belastbar und welche nicht. Und dass man genau diese Methoden eben auch Schülerinnen und Schülern beibringt. Aber wie kann das gehen? Ja, man muss sich natürlich diesen Dingen stellen. Also ich kann es jetzt nur für Deutschland beurteilen, aber in Deutschland ist ja die Digitalisierung in den Schulen kaum fortgeschritten, um es mal ein bisschen vorsichtig zu bezeichnen oder zu beschreiben. Und ich glaube, da muss man einfach ansetzen. Also man muss das Internet so nehmen, wie es ist. Man darf es jetzt nicht verteufeln, hat ja auch enorm viele gute Seiten. Ich nutze es ja auch und in der Wissenschaft nutzen wir es. Aber ich glaube einfach, die Erziehung, die fehlt einfach dazu. Und wenn man Dinge erarbeitet im Unterricht, was man ja tut, dann kann man das ja auch mit Hilfe des Internets machen, nicht ausschließlich. Natürlich, die Lehrbücher sind natürlich auch so, aber bei dieser Gelegenheit kann man dann eben schon deutlich machen, wo die Fallstricke liegen. Und genau das passiert eben nicht. Und ich denke, da muss man einfach ansetzen. Frau Weidenbach-Matar, das ist natürlich genau Ihr Stichwort als Vertreterin der Kultusministerkonferenz. Warum hängen wir so hinterher mit der Digitalisierung in den Schulen? Ich würde sagen, das ist in Deutschland ein globales Problem. Wir hängen ja in Schulen, nicht in allen, es gibt da auch schon Aktivitäten. Also in Medienbildung ist Jahre zuvor ganz viel gelaufen, aber das hat durch die fortschreitende Digitalisierung ja jetzt ein neues Stadium erreicht. Also ich sage mal, wichtig ist zum Beispiel, dass wir eine gute Breitbandnetzanbindung in Deutschland bekommen. Denn was nützt mir die bestausgestattete Schule oder wenn die Schülerinnen und Schüler ihre mobilen Endgeräte mitbringen, es aber nicht nutzen können, weil das einfach nicht machbar ist. Da sind wir ja mit der Bundesregierung im Gespräch. Da hat es ja auch eine Initiative von Frau Bundesministerin Wanka gegeben, Digitalpakt für Bildung. Wir hoffen, dass das jetzt nach der Regierungsbildung vorankommt. Aber zu den Schulen. Das habe ich Ihnen, Herr Kaspers, eben schon erzählt. Die Kultusministerkonferenz hat in einem sehr schnellen Prozess im letzten Jahr ihre Strategie für die Bildung in der digitalen Welt verabschiedet, mit klaren Umsetzungsschritten, die zum einen den Bereich Lehrerbildung, aber auch Umsetzung in die Curricula betrifft, die aber auch ganz klar sagt, und da kann ich an Sie anschließen, Herr Professor, was müssen Schülerinnen und Schüler eigentlich lernen, in der Zukunft in der digitalen Welt zurechtzukommen? Also sie müssen zum Beispiel lernen, die Dinge einschätzen zu können, bewerten zu können. Dabei soll es aber nicht stehen bleiben. Sie sollen auch wissen, wie kann ich selber, wurde eben von kleinen Apps gesprochen, wie kann ich selber Hersteller sein? Wie kann ich Informationen filtern? Was ist eine vertrauenswürdige Information? Das sind alles Kompetenzen, die eingeübt werden sollen. Und da sind wir dabei. Und das wird jetzt auch sehr schnell gehen. Also wir wollen, dass die Schülerinnen, die zum Schuljahr 19, glaube ich, weil die 18, 19 in die Schule kommen, da in solch, also auch wirklich diese Dinge erlernen können und erfahren können. Und das ist eben umso wichtiger, Sie haben vom postfaktischen Zeitalter gesprochen.
Ich würde es noch ergänzen, es gibt ja inzwischen auch eine Vertrauenskrise in die Wissenschaft, auch ein ganz wichtiges Thema. Wenn auf einmal vieles, was für meine Generation noch gewiss war, dass man auf die Wissenschaft gehört hat, wenn das auf einmal, ja, ich sag mal, sogar von Staatsmännern in Frage gestellt wird, dann hat das also direkten Einfluss auf Schülerinnen und Schüler, aber auch auf ihre Elternhäuser, die darf man da gar nicht außen vor lassen. Und da muss hat Schule natürlich einen umfassenden Bildungsauftrag, dem sie auch gerecht werden muss. Und ich freue mich auch immer, wir arbeiten in Schulen ja auch mit wissenschaftlichen Institutionen, Unis zusammen. Und ich sage mal, solche Persönlichkeiten wie Sie, die können wir auch in den Schulen sehr gut brauchen, weil Sie haben eben in einem eindrucksvollen Vortrag gezeigt, wie man das auch wirklich gut vermitteln kann. Und ich glaube, da müssen viele zusammenarbeiten. Natürlich zunächst die Bildungspolitik, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer in Schulen. Aber Schule ist ja nicht isoliert, es gibt da auch ein Lernumfeld. Schule wirkt in seinen Regionen und das muss man zusammenfassen, um da, ja, ich sag mal, zu einer guten Vermittlung für die Schülerinnen und Schüler zu kommen. Sie haben jetzt gerade eben von Vertrauenskrise gesprochen. Und wenn ich mal überlege, in meine Schulzeit reingucke, und auch was sich bisher getan hat, zum Beispiel im Bereich Medienkompetenz, da ist ja nicht wirklich viel passiert. Leute gucken immer noch, so wie vor 50 Jahren, Fernsehen eigentlich. Dabei ist es so wichtig, dass man weiß, welche Möglichkeiten es da gibt. Genauso wie man im Deutschunterricht lernt, mach den Zeitenwechsel von Vergangenheit in Präsenz, damit du deinen Leser irgendwie packst und das Ganze spannend bleibt, muss man ja eigentlich auch wissen, wie Filmemacher oder Fernsehmacher manipulieren können. Aber das findet ja gar nicht statt. Und warum soll das jetzt ausgerechnet bei der Digitalisierung der Schulinhalte besser funktionieren? Ja, also ich sag mal, gar nicht statt, würde ich nicht sagen. Also das, wenn ich mir zum Beispiel, um hier auch auf unser Thema zu kommen, den BNE-Schulpreis angucke, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, ich bin da Juryvorsitzende, dann sehe ich eigentlich, wie viel in den Schulen stattfindet, auch durch Einbeziehung, ich nenne das jetzt nochmal altmodisch, neuer Medien, zum Beispiel im Kunstunterricht, da gibt es ja ganz neue Zugänge, die genutzt werden und genutzt werden können. Oder auch um eben an Themen wie Klimawandel, aber BNE ist ja auch noch mehr wie Klimawandel, zum Beispiel nachhaltiges Produzieren, was dann auch wieder mit Klimawandel zu tun hat. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Ansätze. Ich möchte das jetzt auch nicht auf das Digitale verengen, aber das Digitale ist natürlich ein ganz wichtiges Feld und das wird die Lernprozesse verändern, ergänzen, aber auch neu gestalten und da sind wir dabei. Herr Kaiser, sind ja bei Greenpeace auch mitverantwortlich für alle möglichen Aktionen, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Und diese Aktionen sind ja oft so ein bisschen, wie soll ich es beschreiben? Wenn wir unserem Hund Medikamente geben wollen und die Pille einfach so reindrücken, dann spuckt er die wieder aus. Aber wenn wir die richtig schön mit Leberwurst einpacken, dann schluckt er die runter. Das heißt, sie sorgen für ordentlich Leberwurst, dass Sachen im Kopf bleiben. Braucht man sowas auch in der Bildung, dass man den Schülern, dass sie gar nicht mitbekommen, was sie da schlucken an Informationen. Braucht es spektakuläre Aktionen auch neben Greenpeace auch in der Schule oder in der Bildung oder ist es gar nicht nötig? Naja, die spektakulären Aktionen sind ja oft nur die Spitze vom Eisberg einer angelegten Kampagne, die natürlich auch darauf abzielt, sowohl bei den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern einen Bewusstseinswandel zu erzeugen, als auch wirklich viele, viele Menschen mitzunehmen. Wir haben zum Beispiel über 4000 Ehrenamtliche, die unsere Kampagnen, unsere Aktionen mitbegleiten auf der Straße. Wir versuchen also, das, was wir an Wissen auch vermitteln wollen, was wir auch an Forderungen transportieren wollen, wirklich basierend auf einem Erkenntnisgewinn. Alle, die daran beteiligt sind, die da mitmachen und, glaube ich, haben dadurch auch einen Multiplikationseffekt. Und der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass der Ansatz gefahren wird, einerseits der Erkenntnisgewinn wird umgesetzt auch in eine Handlung, in eine Aktion. Ich glaube, dieses, sagen wir mal, sehr in einzelne Fächer gegliederte Schulsystem verhindert oft, dass man beispielsweise naturwissenschaftliche Kenntnisse dann wirklich raus auch in den politischen Raum bringt. Oder dass man sagt, und das ist ja das große Thema der Konferenz hier, die naturwissenschaftlichen Folgen
des Klimawandels sind ganz, ganz stark verbunden mit persönlichen Schicksalen. Wir zum Beispiel haben jetzt hier in Bonn unser Schiff stehen, die Beluga, mit einer Ausstellung, die die Ursachen von Flucht und Klimawandel versucht darzulegen, weil das hat eine menschliche Qualität. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, diese Verbindung herzustellen in den Schulfächern und zu sagen, was können wir da projektorientiert wirklich nach draußen in die Gesellschaft auch wirken, dass das, glaube ich, ein Ansatz ist, der diese Nachhaltigkeitsziele in die Gesellschaft bringen kann. Also es muss viel fächerübergreifender sein und auch lebensraumübergreifender, dass man das nicht nur auf die Schule begrenzt, sondern auch guckt, dass man das auch ja dahin bringt, wo die Leute dann die restliche Zeit leben, wenn sie nicht in der Schule sind. Ja, wir müssen uns doch einmischen in die gesellschaftlichen Debatten. Und gerade der Klimawandel ist etwas, glaube ich, was viele, viele Menschen braucht, die zu dieser Transformation unserer Gesellschaft auch beitragen. Und aus dem Gelernten in den Schulen, aber auch in der Erwachsenenbildung heraus dann zu sagen, wir gehen jetzt raus in die Gesellschaft und über Projekte, über politische Anliegen und so weiter versuchen wir auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Dann wird Lernen viel einfacher und es wird vor allem sehr viel sinnorientierter sein. Mhm. Frau Ronczewicz, wie können denn, also ich meine, Klimawandel ist ja, der macht ja nicht vor Grenzen halt und ist genauso fächerübergreifend im Grunde, wie das Bildungsangebot sein sollte. Wie kann man das denn in die Schule reinbringen? Ja, vielen Dank. Ist das Mikro an hier? Ja. Vielen Dank für die Frage und Sie haben eigentlich den Kern schon getroffen, indem Sie gesagt haben, dass der Klimawandel ja nicht vor Grenzen halt macht. Grenzen ist ja auch etwas Menschengemachtes. Wenn wir die Grenzen, die nationalen Grenzen mal aus unseren Köpfen rauslassen, sehen wir eigentlich in unserem alltäglichen Leben, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir in der einen Welt leben. Das heißt, um diesen Aspekt auch mit in die Schule aufzugreifen, muss man eigentlich genauer hinschauen, denn es ist letztendlich schon da. Wir haben das globale Lernen im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung auch wieder bezogen auf die Agenda 2030. Und uns geht es mehr auch darum, das nochmal struktureller zu verankern, weil letztendlich ist es auch schon da. Man kann das Handy rausnehmen, die Kinder fragen, wo ist es hergestellt, wie kommunizieren wir und so weiter. Wir haben im Rahmen des Netzwerks auch ein inklusives Bildungsmaterial erstellt, wo wir gerade an einem kleinen Köstlichkeit wie der Cashew aufgezeigt haben, wie wir miteinander verbunden sind durch den Klimawandel, Politik und so weiter. Und wenn wir diese globale Perspektive nicht aufgreifen und dadurch auch nicht den Austausch mit unseren Partnern aus allen Ländern mit aufzeigen können, wüsste ich gar nicht, wie ich, egal was, ob es die Cashew oder auch andere Sachen, überhaupt vermittelt bekomme oder auch selbst für mich verstehen kann. Bildung, ich frage mich dann im gleichen Zuge auch, was wäre Bildung ohne Bildung für nachhaltige Entwicklung oder ohne globales Lernen? Wie sehen unsere Unterrichtsfächer aus? Wie würden wir auch selbst Mathematik vermitteln können, wenn es über das Rechnen hinausgehen soll? Sie haben jetzt gerade Vernetzung angesprochen. Das betrifft ja auch diese Digitalisierung der Schule. Und was ich aber auch festgestellt habe, ist, diese Vernetzung, die wir übers Internet haben, die lässt uns ja auch so ein bisschen vereinsamen. Man hatte die große Hoffnung, dass die Menschen sich mehr vernetzen, mehr kommunizieren, aber statt dass alle an einem Strang ziehen, gibt es jetzt Millionen von Strängen, an denen gezogen wird. Das heißt, man muss ja das auch irgendwie in so eine Primärerfahrung umwandeln, weil wenn man nur auf den Bildschirm guckt, ist es ja eher doch was eine Sekundärerfahrung und die ist ja doch eher immer zweitrangig. Naja, aber man kann natürlich in den Schulen schon Dinge erfahrbar machen. Also die Schülerinnen und Schüler können ja durch das Internet, das bietet ja enorme Möglichkeiten, mit Gleichaltrigen in anderen Ländern, in anderen Kontinenten miteinander kommunizieren. Solche Projekte gibt es ja auch. Ja, und dann bekommen die mal andere Lebenswelten auch irgendwie präsentiert. Und ich glaube, dann werden diese globalen Zusammenhänge auch viel erfahrbarer. Oder ich war gestern bei einer Gerichtsverhandlung hier in der Nähe in Hamm, wo ein peruanischer Bergbauer geklagt hat gegen den Energiekonzern RWE. Also das war meiner Meinung nach eine Lehrstunde in vielerlei Hinsicht, auch in juristischer Hinsicht. Und es war eigentlich schade, dass keine Schulklassen da gewesen sind. Ich meine, die hätten auch nicht reingepasst. Aber das war wirklich, also der Vorsitzende Richter ist, das war die zweite Instanz in
großen Zügen der Anklage gefolgt. Das heißt also, dass man durchaus einen Zusammenhang herstellen kann zwischen den Emissionen eines großen Energieversorgers und dem Abschmelzen von Gletschern eben in Peru. Der Richter, der Vorsitzende Richter hatte dann auch nochmal klar gemacht, ja, es gibt eben diese Auswirkung über große Entfernung und hatte zitiert eine Arbeit, eine juristische Arbeit, einen Kommentar aus dem Jahr 1899. Ja, damals hat man sich schon über diese Fragen, ich habe 1896 gezeigt, das heißt, damals hat man sich schon über diese Fragen Gedanken gemacht und das ist dann auch ins bürgerliche Gesetzbuch eingeflossen, dass es eben genau diese Verantwortung gibt, über große Distanzen hinweg, zwischen Ländern, sogar zwischen Kontinenten. Und ich glaube, das muss man viel mehr irgendwie deutlich machen im Unterricht und da bieten eben das Internet und die neuen Medien perfekte Chancen, um das zu machen. Also da habe ich ein gutes Beispiel für. Unser pädagogischer Austauschdienst, das ist eine Abteilung bei uns im Sekretariat der Kultusministerkonferenz, hat ein Programm, das nennt sich eTwinning. Und das ist eine Internetplattform, wo sich Schulen, Schüler vernetzen, international gemeinsam Projekte gestalten können. Das läuft sehr, sehr gut. Jetzt während der Didakta werden wir wieder den eTwinning-Preis verleihen. Das wird sehr gut angenommen und ist eben ein gutes Beispiel, wie man das Internet wirklich sinnvoll mit in einem geschützten Raum nutzen kann. Also es passiert schon viel. Ich würde aber gerne auch noch mal was sagen zu dem schönen Vergleich eben mit dem Hund und der Leberwurst. Ich sag mal, ich will keinem Hundebesitzer zu nahe treten, aber ich glaube, Hunde sind der Vernunft nur begrenzt zugänglich. Deswegen muss man da so einen Trick anwenden. Bei Schülerinnen und Schülern gehe ich davon aus, dass sie der Vernunft zugänglich sind. Oder wir Menschen überhaupt. Das ist immer noch meine Hoffnung. Ich weiß, sie sind in der Pubertät. Das ist immer schwierig. Und in der Schule? Also worum geht es in der Schule? Wenn man das jetzt mal runterbricht, natürlich geht es erstmal um Wissensvermittlung in den Fächern. Das können wir nicht außen vor lassen. Denn bevor ich eine Statistik, wie sie eben in Ihrem Vortrag an die Wand geworfen war, auch verstehen kann, muss ich ein gewisses mathematisches Verständnis haben und muss dafür bestimmte Kompetenzen erworben haben. Oder Chemie, ne? Wenn ich weiß, was ist CO2, ist vielleicht ganz nützlich, wenn ich da ein paar Kenntnisse habe, wenn ich mir überlegen soll, welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Atmosphäre. Oder ich gehe mal auf das Fach Deutsch. Auch da werden Kompetenzen angefangen von der Sprache, aber bis zum Textverständnis, bis hin zu Fähigkeiten wie Perspektivwechsel vermittelt, die ganz wichtig sind. Und da würde ich gerne, ich will jetzt nicht die KMK-Empfehlungen hier alle aufzählen, das wird Sie langweilen, nur sagen, die KMK beschäftigt sich seit 1980 mit dem Thema. Aber den Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung, den würde ich doch gerne nennen, der ist 2007 das erste Mal von BMZ und KMK aufgelegt worden, in 2015 überarbeitet und anfangs standen da, glaube ich, 3, 4 Fächer, inzwischen sind fast alle Fächer bis zum Sport einbezogen und das zeigt, der gibt gute Beispiele, wie man das im Unterricht wirklich gestalten kann. Und man kann wirklich sagen, was Sie eben gesagt haben, es ist inzwischen in allen Curricula in den Ländern auch verankert. Also das steht nicht nur auf dem Papier, sondern es wird wirklich angewendet und auch weiterentwickelt. Und ich habe eben schon den Schulpreis erwähnt. Also da gibt es wirklich auch ganz tolle Beispiele, wie man vom Wissen zur Handlung kommt. Das gehört ja zur Kompetenz, dass ich nicht nur was weiß, sondern dass ich es auch umsetzen kann. Zum Beispiel, wenn dann Schülerfirmen gegründet werden, die sich eben mit nachhaltiger Produktion beschäftigen. Auch zum Teil in Kooperation mit Schülerinnen und Schülern aus dem Ausland. In Ländern, wo eben diese Problematiken, die Sie eben auch aufgezeigt haben, schon heute sichtbar sind. Also da kann man wirklich ganz viel gestalten, aber Sie haben natürlich auch recht. Natürlich ist es eine Querschnittsaufgabe und so sehen wir das auch als Querschnittsaufgabe. Und wertvoll sind natürlich, ist es dann, wenn die Dinge wirklich fächerübergreifend auch gestaltet und vermittelt werden. Das passiert zum Beispiel in solchen Schülerfirmen oder in Projekten. Herr Kaiser, Sie wollten noch was sagen. Ja, weil Sie diese Vernetzung der digitalen Welt und der wirklichen Begegnung auch nochmal erwähnt hatten. Wir hatten jetzt im Vorfeld der Konferenz hier, hatten wir gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen, mit den Schulen hier in Bonn, mit der Fidschi-Präsidentschaft und dem BMUB ein Konzept School for Earth entwickelt, wo wir in die Schulen hier vor allem im Bonner Raum, im Kölner Raum reingegangen sind und vorbereitet haben. Und digital haben sich diese Schülerinnen und Schüler vernetzt mit jungen Menschen aus den Philippinen, von den Fidschis
die dann Delegationen hierher geschickt haben und gemeinsam sind sie dann an dem Montag, dem ersten Tag der Konferenz, auf die Straße gegangen. Und ich glaube, da hängen viele, viele andere Kinder, Jugendliche hinten dran, die digital damit vernetzt werden und stellvertretend können dann sich auch die Schülerinnen und Schüler treffen bei solchen wichtigen Momenten und wirklich eine starke Stimme abgeben. Und sie waren im Plenum von der Konferenz, haben da wirklich auch die Stimme der Zukunft abgeben können. Und ich glaube, dass die Generation viel mehr bereit ist, auch diese digitale Vernetzung mit wirklich einer realen Vernetzung dann auch in Verbindung zu bringen und es auch ermöglicht, bei einem globalen Problem wie dem Klimawandel wirklich Millionen Menschen dann auch stellvertretend zu verknüpfen, real zu verknüpfen, digital zu verknüpfen und dann wirklich eine gemeinsame starke Stimme dann auch zu bekommen. Mhm. Frau Ronschwitsch, was können wir denn sonst noch lernen von Menschen aus anderen Teilen der Welt, wenn wir uns schon mal mit denen vernetzen und in Kontakt treten? Wenn wir uns schon mal mit denen vernetzen und in Kontakt treten, das ist gut. Ich kann vielleicht so ein bisschen aus dem Netzwerk berichten, wo es jetzt ein bisschen fokussierter ist und wir aus den vier Ländern sind und gerade Zivilgesellschaft, Universitäten und aber auch staatliche Institutionen miteinander verbinden. Was ich für meine Arbeit auch mitnehme, und das Lernprozesse sind ja auch immer sehr individuell zu beobachten, ist, dass ich neue Konzepte, aber auch meine Konzepte auch immer wieder hinterfrage. Gerade im Sinne des globalen Lernens muss ich den Blick nach außen wagen. Wenn ich den Blick nicht nach außen wage und in Austausch trete und mich vernetze mit auch Akteuren in anderen Ländern, kann ich mein globales Lernen ja gar nicht so an dem festhalten. Gerade aus dem Netzwerk heraus, wo wir unwahrscheinlich tolle Methoden, didaktische Prinzipien auch nochmal vermittelt, aber auch nochmal diskutieren und in Frage stellen. Wenn wir uns auch nochmal zurückblicken, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist zwar kein Konzept erst seit der Dekade, es verbindet ja mehrere weitere Konzepte wie die Friedenspädagogik und so weiter, ist es ja doch das, was uns verbindet. Und Sie hatten eben das Beispiel gesagt, wir ziehen alle an verschiedenen Strängen. Ja, tun wir, was aber nicht unbedingt immer sehr schlecht ist, denn wir haben alle eigentlich ein Ziel vor Augen und wir müssen unsere Wege lokal auch adaptieren und lokal auch finden, dieser aber nicht möglich ist, wenn wir das Globale nicht mit einbeziehen und dieses nicht verstehen. Was ich so ein bisschen raushöre, und das war auch in Ihrem Vortrag so, es gibt so eine Loslösung von der zeitlichen und der räumlichen Komponente. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir jetzt treffen, oder Fällen betreffen wirklich erst Menschen, die vielleicht jetzt gerade noch geboren werden. Das heißt, es betrifft alles unsere Kinder und deren Kinder. Und die Bildungsangebote, die wir haben, die sind auch für die Kinder gedacht. Aber die sind ja nun mal nicht diejenigen, die alles entscheiden. Muss da nicht ein ganz anderes Denken her? Muss es nicht irgendwie so sein, dass wir, wenn wir zum Beispiel über das Wahlalter sprechen, dass man das runtersetzt, weil diejenigen, um deren Zukunft es geht, die haben eigentlich gar keine Stimme. Muss das nicht völlig anders laufen? Frage ich mal so in die Runde, Herr Kaiser. Also ich glaube, den Kindern und Jugendlichen eine sehr viel gewichtigere Stimme zu geben in der Klimadebatte, halte ich für extrem wichtig. Weil wenn man gerade mal Umfragen auch guckt, die wir auch gemacht haben in der Vergangenheit und sagen, wie viele sind eigentlich bereit, wirklich für nachhaltige Entwicklung sich einzusetzen? Das sind zwei Drittel, die sagen, sie sind dazu bereit. Allein ein Drittel ist bereit, durch Produktverweigerung Einfluss zu nehmen auf Unternehmen, dass sie nicht mehr weitergehen. Es sind allein 20%, die sagen, sie wollen auf die Straße gehen. Und wenn wir uns dann angucken, was momentan in Berlin läuft, da fehlt es ja an den Grundrechenarten. Wir haben momentan Emissionen in Deutschland von etwa 906 Millionen Tonnen CO2 und bis 2020, so der Beschluss und so die Verpflichtung Deutschlands, müssen wir auf 750 Millionen Tonnen CO2-Emissionen runterkommen. Und jetzt wird bei den Koalitionsverhandlungen gesagt, ja, die Lücke ist ja nur 33 bis 66 Millionen Tonnen CO2. Ich glaube, da müssen wir auch investieren. Also Erwachsenenbildung. Erwachsenenbildung und vor allem Bildung von Entscheidungsträgern und Trägerinnen. Aber wie kommt man denn an die ran? Die gehen ja nicht mehr so gern in die Schule. Die wollen ja hauptsächlich Geld verdienen und das ist ja auch einer der Hauptgründe für Klimaskepsis. Es ist ja nicht unbedingt eine Verweigerung der Fakten, sondern es ist eher so, ja, wenn wir das aber alles durchsetzen, dann verliere ich all das Geld, was ich investiert habe und das wäre nicht so schön. Ja, ich meine, da sprechen Sie natürlich eins der zentralen Probleme an.
die jetzt hier aber nichts mit unserem Thema zu tun haben. Wir sprechen über Bildung für nachhaltige Entwicklung. Aber eins der Probleme, und genau das sprechen Sie an, hat eben damit zu tun, dass unsere Wirtschaft in großen Teilen so funktioniert, dass eben nicht geachtet wird auf die Umwelt und nicht geachtet wird auf den Großteil der Menschen. Übrigens, was der Papst auch in seiner Enzyklika, die möchte ich nochmal Ihnen empfehlen zum Lesen, eben auch in seiner Enzyklika gesagt hat. Das heißt also, wir müssen, und das kann die Politik eben noch leisten, wir müssen, glaube ich, wieder die Rahmenbedingungen so setzen, dass eben nicht mehr dieses zügellose Gewinnstreben an erster Stelle steht, sondern dass die Wirtschaft letzten Endes für die Menschen da ist und eben nicht ungestraft Ressourcen einfach nur verbrauchen kann, weil im Moment ist es in großen Teilen noch so, ist ja nicht meine Erfindung, Club of Rome 72, Grenzen des Wachstums, im Moment ist es so, dass Wirtschaftswachstum in weiten Teilen einfach auf Ressourcenverbrauch basiert und das muss sich ändern. Und ich glaube, was insgesamt hilfreich wäre, wenn die Politik wieder ein bisschen mehr das Heft des Handelns in die Hand bekäme, weil im Moment, wir sehen es gerade bei dem Automobilskandal hier in Deutschland, reagiert die Politik nicht nur noch und hat eigentlich das Heft des Handelns gar nicht mehr in der Hand. Das ist vielleicht ein guter Beginn jetzt für die Schlussrunde, bevor wir noch vielleicht ein paar Fragen aus dem Publikum haben und danach die Mittagspause. Was wären denn konkrete Handlungsanweisungen, die wir jetzt an Politik oder auch an Bildungsträger rausgeben könnten? Ich fange einfach mal bei Ihnen an, Herr Kaiser. Ja, Greenpeace ist ja in dem Bündnis für Zukunft Bildung engagiert. Das ist eine Gruppe von Umweltorganisationen, aber auch Entwicklungsorganisationen, die gemeinsam fordern, dass eben diese Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Lehrpläne integriert werden muss, aber in einer Art und Weise, dass sie dann eben auch wirklich aktionsorientiert ist. Weil wir glauben, nur durch die gemeinsamen Projekte, durch das Wirken in die Gesellschaft nach draußen, dass dann auch diese Inhalte tatsächlich auch sehr viel stärker verinnerlicht werden und dann breit getragen werden. Ich glaube, da gibt es ja jetzt einen nationalen Aktionsplan und ich glaube, da ist es wirklich jetzt wichtig, dass der ernsthaft umgesetzt wird. Und jenseits der anderen Bildungsdebatten, das wirklich auch ins Zentrum der Bildung gesetzt wird. Weil ich glaube, wenn wir als Gesellschaft, und Deutschland ist nun mal Nummer 6 der globalen Verschmutzer der Atmosphäre, wenn eine Gesellschaft wie wir so weitermachen in einer global vernetzten Welt, dann werden wir viele, viele Probleme bekommen. Deswegen glaube ich, muss es ins Zentrum gesetzt werden der Bildungsdebatte. Wie können wir Nachhaltigkeit integrieren? Wie können wir wirklich uns auch öffnen als Land? Wir sind ein Globus. Wir sind ein Globus. Und diese Erkenntnis, die ja gerade über den Klimawandel, aber natürlich auch den Verlust der Biodiversität nochmal deutlich geworden ist, der macht an nationalen Grenzen nicht Halt. Wenn wir das sehr viel verstärkter in die Curricula integrieren könnten und es auch schaffen können, dass wirklich dieses fächerübergreifende, motivierende Agieren in der Gesellschaft dann wirklich ein integraler Bestandteil wird. Ich glaube, dann werden wir einen Riesenschritt voran. Mhm. Frau Rončević. Ja, daran würde ich sehr gerne anknüpfen. Auch dieses fächerübergreifende, es muss sogar noch einige Schritte über hinausgehen. Es geht auch um die Bildungslandschaften, um diese zu stärken, um Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht nur auf den Schultern der Lehrer und Lehrenden abzuwälzen oder Systemschule. Gleichzeitig ist mir aber doch noch ein Anliegen, wenn wir gerade auf die Handlungsebene gehen, wen adressieren wir eigentlich, wen möchten wir adressieren? Und wir haben auch eben so schön erwähnt, dass es ja um den einen Globus geht, es geht um die eine Welt. Das heißt, es soll auch jeder Einzelne mit einbegriffen werden. Da spielt Inklusion und der große, weite Diversitätsansatz natürlich ein Riesenpunkt. Das heißt, wir müssen schon so Bildung gestalten, dass es wirklich die Bedarfe aller Lernenden mit einbegriff. Das heißt, wenn wir auch wirklich auf die Handlungsebene gehen möchten und auch was zum Klimawandel entgegenwirken möchten, brauchen wir wirklich jeden Einzelnen dabei. Und das können wir dann auch nur leisten, wenn wir auch wirklich jeden einzelnen Lernenden mit adressieren und den so mit den Kompetenzen bestärken, um auch aktive Rollen einnehmen zu können. Herr Latif. Nein, weil Sie als Vertreterin des Kultusministers oder ja, Konferenz. Also, Ich habe es am Ende gezeigt. Ich denke, die Wissenschaftler haben natürlich eine ganz wichtige Aufgabe hier. Die
den Stand sozusagen des Wissens in die Zivilgesellschaft zu transportieren, insbesondere in die Schulen. Also ich war jetzt auch mehrfach, nicht nur hier in Bonn, ich mache das pausenlos in Schulen. Und ich wünschte mir, das ist einfach mein Appell an meine Kolleginnen und Kollegen, dass das viel mehr Leute machen würden. Und ich glaube, anders geht es gar nicht. Danke. Frau Weidenbach-Matter, ich habe Sie deshalb als Letzte rangenommen, weil Sie als Vertreterin der Kultusministerkonferenz ja im Grunde all diese Vorschläge jetzt mitnehmen können und uns direkt sagen können, ja, das kann man deshalb nicht machen oder das werden wir so und so umsetzen. Nee, das wäre überhaupt nicht Stand unserer Diskussion in der KMK. Also natürlich machen wir das und es geht eben dazu, dass wir den Orientierungsrahmen umsetzen. Und da schauen wir auch drauf. Ne? Das ist also nicht nur ein Buch, was in den Regalen steht. Es wird sehr, sehr nachgefragt, auch gerade in Schulen. Die Lehrerinnen und Lehrer, die ja ganz wichtig da sind, weil sie nämlich die Wissensvermittlung machen, weil sie die Schüler motivieren können, die fragen das nach. Und wir schauen auch drauf. Wir haben also im März, glaube ich, in der KMK auch nochmal eine Übersicht uns angeschaut. Wie wird das jetzt in den Schulen umgesetzt? Unser Orientierungsrahmen oder auch demnächst nationaler Aktionsplan. Also da läuft eine Menge, da könnte ich viel zu erzählen, aber ich glaube, auch das würde Sie im Einzelheiten eher langweilen. Ich würde gerne noch mal daran anschließen, was Sie eben gesagt haben. Also man muss die Schülerinnen und Schüler natürlich in ihrer Lebenswirklichkeit abholen. Und Schule muss natürlich auch die Vielfalt der Meinungen zur Kenntnis nehmen. Da gilt immer, wir nennen das Überwältigungsverbot. Ne? Also Lehrerinnen und Lehrer dürfen nicht Schüler, sozusagen mit ihren Argumenten überwältigen, sondern es gilt die Wissensvermittlung. Sie haben eben sehr schön davon gesprochen, viele Dinge sind da sehr interessengeleitet, profitorientiert. Also ich habe manchmal den Eindruck, Menschen agieren ja aus zwei Gründen, oft entweder aus ihrem eigenen Interesse raus, manchmal aber auch aus Angst raus. Und das war so ein Aspekt, der mir einfiel, als Sie von diesen verrückten Mails berichteten. Warum schicken Menschen solche verrückten Mails? Weil die damit einfach nicht klarkommen, glaube ich. Oft die haben Angst und das ist wie das Rufen im Wald. Wenn ich das jetzt erstmal abstreite, dass es das gibt, brauche ich davor auch keine Angst mehr zu haben. Wie auch wie bei kleinen Kindern, wenn die Augen zumachen, dann gibt es das, was um sie rum ist, auch nicht mehr. Und wie kommt man dagegen an? Bildung, 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 Wissen, Wissen, Wissen. Anders geht's nicht. Anders kommen wir an solche Prozesse, die sich bei Menschen abspielen, nicht ran. Und das ist auch Aufgabe der Schule. Dass Schülerinnen und Schüler erkennen, zum Beispiel im gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht, wer handelt denn wie interessengeleitet? Sind das auch meine Interessen oder können sich meine Interessen durchaus davon unterscheiden? Oder auch gegen Ängste. Es ist natürlich nicht gut, die Schüler so zu überfrachten, dass sie mit ihren Ängsten nach Hause gehen. Und wie ich das auch schon privat erlebt habe, dass ein kleines Kind von 10 Jahren sagt seinen Eltern, die Welt ist nicht mehr zu retten. Das kann es nicht sein, sondern Wissen muss dann, das wurde eben auch von Ihnen richtig betont, in die Handlungsorientierung gehen. Was kann ich denn persönlich tun? Und dann können auch Auswirkungen aufgezeigt werden. Und das passiert oft in diesen Projekten, die ich eben erwähnt habe. Aber Sie sehen, das ist wirklich ein ganz, ganz breites Feld, wo alle an einem Strang ziehen müssen. Das fängt natürlich bei der KMK an, die sich weiter um dieses Feld Bildung für nachhaltige Entwicklung kümmert und das auch durch seine Empfehlung unterstützt. Aber ich sag mal, dann stehen die Lehrerinnen und Lehrer in den Klassen. Dafür müssen wir auch die Lehrerbildung entsprechend ausrichten. Und es muss ein Unterricht angeboten werden, der die Schülerinnen und Schüler wirklich auch da abholt und auch bei ihren Interessen abholt. Und ich glaube, dann kann das gelingen. Ich sehe nämlich auch gerade bei jungen Menschen die Bereitschaft, sich da zu engagieren. Und das finde ich ganz toll. Und an dieser Stelle möchte ich aber auch wirklich den Lehrerinnen, aber auch den Wissenschaftlern danken, die sich in unseren Schulen engagieren. Vielen Dank. Ich musste gerade an dieses Sprichwort denken, wahrscheinlich chinesisch, und das passt ganz gut, weil Sie Angst erwähnt haben. Wenn man Angst sät, und das passiert ja überall, dann wächst Angst, und wenn man Reis sät, dann wächst Reis. Das ist eine ganz einfache Analogie, und da muss man, glaube ich, wirklich wegkommen, dass man vor allem und jedem Angst hat. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja. Haben wir noch Mikrofone? Ja, vielleicht nicht so sehr eine Frage, sondern nochmal auf die andere Seite zu schauen. Wir haben gesprochen darüber, wie
Bildung für nachhaltige Entwicklung das Netz benutzen soll, aber was passiert eigentlich im Netz? Und einfach, also im Internet selber, welche Informationen sind da verfügbar? Und ich hatte mit einer Medienwissenschaftlerin letztens gesprochen, die sagte, und da möchte ich an das von Multiplativ Gesagte anknüpfen, die sagte, die Wissenschaft ist zu wenig vertreten in den traditionellen Medien, die wissenschaftliche Stimme und auch im Netz. Und ich denke, das muss, da nochmal zu gucken, wie kann man das stärken, das wäre nochmal ein weiterer Punkt. Das wollte ich noch ergänzen. Danke. Vielen Dank. Das Problem bei den Wissenschaftlern ist, dass sie so ungern rumschreien, zu Recht. Und da muss man andere Formen finden. Ja, das stimmt. Da war noch eine Frage. Good afternoon to the panel. I come from New Delhi. And when I was reading this word, Entwicklung Zusammenarbeit, Lungs got my attention here in the word, which means development cooperation. If you're following the news, you would know the pollution is really bad. The air quality in Delhi is really bad. It has been happening for the last 5 years. My question is to Professor Lateef. Everyone is talking about climate change. Governments are committed. But where is that gap in policy? Why something is not really happening? Are people from developing countries, are we being really taken for granted? Or what's happening? This is a very sad reality, and I congratulate all the people from Bonn to be able to breathe in fresh air. The day we left Delhi, the particulate matter level was 999, which is, and the maximum dangerous level is 250. So it's a luxury people from the developed world has. Even if Trump is a climate skeptic, he's sitting there in a bubble. I think all of us are sitting in a bubble. But when will that needle, what is that needle which will prick that bubble? That is my question to Mr. Lateef. Thank you. Well, it's a $64 million question. I don't know. I mean, I see how difficult it is here in Germany. We haven't reduced greenhouse gas emissions during the last 8 years, and I think this year they may even increase again. I mean, our politicians are well educated. Our chancellor knows everything about climate change. She would give you the same talk as I did today. But we are unable to act. You know, I don't know why. You know, I asked my colleagues on the panel here if they would like to add. Yeah, maybe just to add on that, I think it was 2 weeks ago that the German Car Association went to Brussels, and it was just a talk to the Commission, and the Commission watered down its proposal to reduce emissions in the car sector. That demonstrates that something in the power system is wrong. The elected representatives in the government should set the frame. A legal frame in which then everybody has orientation, including the industry, and it's for the sake of the people and not for the industries. And we believe as an environmental organization that even within very strict boundaries for the industry, especially the car industry, there's a future for it. And it would be the opposite. I think if they continue to water down the standards for cars, I think competitors from other parts of the world will arise, and they will ultimately take over the markets. So I think the courage of politicians to stand strong against the interests of the industry, rather to support the interests of the people, I think that's what should be in the interest of all of us. And I think it's through elections, I think civil disobedience, I think protest on the street. And I think that's I think, the task of all of us. And we shouldn't delegate that responsibility to anybody else. It's also fear of anything. On the other hand, limits, they sometimes nurture creativity. So I think even our auto industry, even with harsher limits, they would find ways to make money. But they're afraid of it. Nächste Frage, da oben. Hi, Fabian Bendisch from Lund University. Thank you so much for the panel. I've been reading some research regarding education for sustainable development, as well as attending a few sessions at COP, talking about research that looks at how to communicate science. And I'm a bit surprised by the differences of that research that I've been engaged with.
and what we've been hearing here at the panel today. So precisely, I would like to know what you think of the approach that you should take to climate change education. So you've been talking a lot about how education should show students and learners how their actions affect others across the globe. For me, that's way too distant. I'm very much a free rider. I'm male, white, live in Sweden, university educated. I'm quite privileged, and I won't give up that privilege because I enjoy the benefits of that, as hard as it is. So I'm very much a free rider of the problems that others are facing because of my actions and my decisions. And research has shown that, or is suggesting, that showing your individual benefits of taking certain actions might be more effective in promoting environmentally friendly action. So as, for example, showing you health benefits of walking instead of saying that pollutes the air and it's going to affect somebody on the other side of the planet. So I'm surprised that we're talking about doing that, showing people what chemistry says. I mean, that's not, you can try, but I won't get excited about it. I'm quite confident. I studied a bachelor in engineering before and I changed for a good reason. That just doesn't excite me. So yeah, my question is why you're promoting that approach to climate change education. Herr Kaiser. Yeah, I think I think you're making a very, very good point, and I give you one example in which direction also we are experiencing, because I think this kind of top-down educational approach has definitely its limits. And so, for instance, on meat consumption, we all know that the rising meat consumption is another pillar of or sector which causes greenhouse gas emissions big time. So what is a way to work with people on that? And we experience to say, you must not eat meat, doesn't work at all. So what we do now, I think, and social media are helpful on that front. For instance, on Instagram, we encourage people to test new meals with vegetables, vegan meals, and things like that, and demonstrate that with very nice pictures, with very a kind of a benefit system. If people really join that and experience it, that they see they are part of a community. So it's a community learning also, and community networking on that field. And we are quite surprised how many people are really engaging in that kind of approach. And also on mobility, what we are doing is in streets that we basically cover parking lodges for a weekend, and build up cafeterias and lounges and things like that, that people can experience how different it would be without cars dominating the city. So that people get positive experience and then basically multiply this kind of activity. So I think this is a field of experience, and probably it's something people want to have positive experience with something they are doing, and then I think it will have a benefit on the broader topic, I would say. Yeah, I think that's absolutely correct. I mean, we should talk more about gains rather than losses. That's the thing. And we should also ask people, you know, what is it that makes you happy? You know, is it a car or is it love, you know, or family? Or you know, friends, and having nice dinner with friends, or whatever. I mean, this, I think this is something which would be at least as fruitful as pointing out the problems again and again. You know, because obviously, you know, I must say this. You know, I'm trying to point out these problems and solutions and so on for 30 years. Okay, but. You know, nothing really happened, okay? And so I think we need to change or to turn, you know, the problem around and tell people, tell the children, the students, and so on, you know, what they gain rather than what they lose. Yeah, maybe just a quick comment.
why do I promote education for sustainable development? And you tackled a crucial point also, saying you are white, male, from Scandinavia, etc., having your privileges, which you don't want to share. I'm not going to wait till any white male, etc., going to share his privileges. It's about empowerment of all of us, right? So this is why I do promote ESD, Education for Sustainable Development, because it strengthens our competency somehow from each of us. And also me being with migration background, etc., like I got empowered through certain experiences also. This is why I really promote ESD, because also we are in a learning process and it's not the one way, but I'm really convinced that we have to consider our own empowerment, but also always the global perspective in that. Ja, ich würde gerne dazu sagen, also neben den Lerngelegenheiten, von denen wir ja jetzt sehr oft gesprochen haben, müssen wir tatsächlich auch, ich nenne es mal Erlebensgelegenheiten schaffen. Also Gelegenheiten, wo man anderes Handeln auch erproben kann. Und das muss eben nicht nur real, das muss nicht nur in der realen Welt passieren. Da finde ich, es ist sehr viel Kritisches jetzt über das Internet gesagt worden, aber gerade so Möglichkeiten, sich zu vernetzen, wie Sie es eben beschrieben haben, da sich in einer Community zusammenzubinden, da übrigens auch durchaus zu lernen mit kritischen Anmerkungen, oftmals auch, wie Sie es gesagt haben, mit, Entschuldigung, bescheuerten Anmerkungen umzugehen und auch mit Ungewissheiten umzugehen. Auch mit Lebenswelten, die woanders eben anders sind als bei uns. Da sehe ich eine große Chance drin. Also ich finde, diese Dinge muss man versuchen zusammenzudenken, wobei ich auch immer wieder dafür rede, da die kritischen Aspekte zu sehen. Aber das war mir auch nochmal ganz wichtig, da haben Sie am Anfang, Herr Professor Latif, von gesprochen, eben Ungewissheit aushalten. Ja? Und das kann man, glaube ich, auch nur, wenn man sich eben austauscht, wenn man Erfahrungen anderer einbezieht. Und das finde ich in dem Zusammenhang wirklich ganz wichtig. Thank you for your question. So many questions, but we all want to go to the lunch break. So I'll take three more questions up there. Okay, guten Tag. Mein Name ist Tumi Bertrand. Ich bin Lehrer. So, es scheint bei den Diskutanten Konsens zu herrschen, dass Bildung der Weg wäre, also für eine bessere Welt, also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und ja, also da haben die Lehrer also eine große Rolle. Die Lehrer lehren aber kleine Kinder, die keine Entscheidung treffen können, also in Bezug auf, ich meine, große Entscheidungen. Also es ist üblich, dass bei solchen Konferenzen die Politiker, die Entscheidungen treffen können, begrüßen und wenn über das Thema gesprochen wird, dass sie schon mal weg sind. Glauben Sie nicht, also Sie haben eher auch von der Handlung gesprochen, glauben Sie nicht, bis die Kinder dann später handeln, ist es vielleicht schon ein bisschen spät, dass es vielleicht besser wäre, ein bisschen mehr also Fokus auf die Erwachsenen zu setzen, die jetzt noch mal was tun können. Dankeschön. Das war das Stichwort Erwachsenenbildung, was wir eben auch schon kurz angesprochen hatten. Naja, das Thema ist ja nun mal Bildung für nachhaltige Entwicklung, aber ich stimme Ihnen völlig zu. Natürlich, wir haben es verbockt. Und ich jedenfalls, ich bin ja schon ein bisschen älter, und natürlich muss ich alles tun, um den Kahn auch wieder aus dem Dreck zu ziehen. Und deswegen macht es mich auch immer wahnsinnig, wenn ich mit Leuten spreche, also gerade mit Leuten, die schon im Pensionsalter, im Rentenalter sind, und dann einfach mal so frage, ja, was macht ihr denn so für Klimaschutz und so? Und dann kommt immer so die Antwort, ja, das betrifft mich ja nicht mehr. Ne? Das ist eigentlich der falsche Ansatz. Ne? Deswegen stimme ich Ihnen völlig zu. Natürlich müssen die, die jetzt sozusagen in Verantwortung sind, alles dafür tun, dass es den nachkommenden Generationen eben so gut wie möglich geht. Ne? Ja,
Ich wollte noch einen Aspekt kurz ergänzen zu Ihrem Punkt, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was wir in unserer Arbeit herausgefunden haben, ist auch, dass, sagen wir mal, Debatten, die unter Kinder und Jugendlichen laufen, enorme Auswirkungen auf die Eltern haben. Wir hatten zum Beispiel mal einen großen Geschäftsführer von einem Verlag, der dafür verantwortlich war, dass in Kanada die Wälder abgeholzt wurden. Und den haben wir mit nach Kanada genommen und haben gesagt, er soll sich das mal anschauen, was da alles passiert. Und dann ist er zurückgekommen und hat irgendwann entschieden, der Verlag steigt da aus diesem Papier, was von dort geliefert wird. Und wir haben ihn dann sehr viel später haben ihn mal gefragt, was eigentlich der auslösende Faktor war, dass er dann seine Meinung geändert hat. Er hat gesagt, ich saß am Frühstückstisch und meine Kinder haben mich auf die Zeitungsartikel hingewiesen, dass mein Verlag damit verantwortlich ist. Und ich konnte diesem Druck nicht mehr standhalten. Ich glaube, das sollten wir noch mal viel mehr nutzen, dass Kinder auch Druck machen, wirklich auf die Erwachsenen. Ja, ich wäre natürlich auch froh, wenn man zum Beispiel über Weiterbildung an möglichst viele Erwachsene herankommen würde. Aber ich glaube, ich habe eben gesagt, viele handeln da auch interessengeleitet, ne? Und deswegen setze ich eben auch auf die junge Generation, auf Schülerinnen, auf Schüler, auf Kinder. Ich meine, das hört sich jetzt etwas banal an, die sind unsere Zukunft, sind sie aber, denn die werden, also meine Enkel werden mich hoffentlich überleben. Und genauso habe ich das auch empfunden. In den Familien wird ja diskutiert, deswegen habe ich eben von Lernumfeld Schule gesprochen, auch ganz explizit die Eltern und andere Akteure mit einbezogen. Wenn wir da wirklich einen Bewusstseinswandel schaffen wollen, dann denke ich, geht es am besten über die junge Generation, die dann eben in ihr Umfeld hineinwirken. Und da hoffe ich wirklich ganz stark drauf. Mein Name ist Dorothee Rölli. Ich bin Lehrerin an einem Godesberger Gymnasium und wir hatten gestern im Rahmen der COP bei uns in der Kollegskirche auch eine Veranstaltung der Eco-Jesuits, was die Schüler sehr interessiert hat. Und ich bin selber dort an der Schule für fairen Handel zuständig und stelle aber fest, dass die Schüler doch sehr in dieser Comfort-Zone sind. Es geht ihnen gut, sie haben alle ein bis zwei Handys, sie haben mindestens ein bis zwei Autos in den Familien etc. Und wenn ich Veranstaltungen mache und hole mir Vertreter, die über die Bedingungen der Handyproduktion beispielsweise referieren, sind alle betroffen und wenn die anderthalb Stunde vorbei ist, ist alles vorbei. Und ich glaube, das ist gerade, ich möchte nicht nur quasi moralisieren, ich möchte aber auch sicherlich nicht nur personal gain, denn das, was die junge Frau drüben von Delhi gesagt hat, ist etwas, was mich sehr berührt. Wir gehen darüber hinweg, dass es dort so ist, das interessiert uns nicht weiter, weil wir saubere Luft atmen. Und ich glaube, wir müssen nicht nur den Verstand, aber auch das Herz und die Verantwortung unserer jungen Generation, natürlich auch unserer eigenen, aber das müssen wir wachrütteln. Personal Gain, die jungen Schüler, Schülerinnen gehen ins Ausland kurz vorm Abi oder nach dem Abi, damit da auch noch steht, sie waren zwei Monate lang, haben irgendwo eine Schule aufgebaut. Das sind ja immer ganz große Worte. Ich finde, von diesem Personal Gain müssen wir ein Stück weit weg. Wir müssen für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl arbeiten. Das muss unser Bestreben auch in der Schule sein und das geht nur, wenn es relativ deutlich hands-on ist. Und ich finde das sehr gut, dass es so viele Projekte gibt. Manchmal sind wir als Lehrer auch völlig überfordert, was alles an Projekten und Zusammenarbeit an den Schulen laufen soll, aber es geht wirklich nur, wenn konkrete Sachen mit den Schülern gemacht werden und nicht nur übers Wissen, sondern meines Erachtens auch übers Herz. Danke. Vielen Dank. So, noch eine Frage und dann machen wir Mittag. Heiner Benking. Also ich beobachte seit 30 Jahren, dass immer gesagt wird, die Jugend soll die Welt retten, die Zivilgesellschaft soll die Welt retten, aber wir schaffen die Querfäden nicht, auch zwischen den SDGs. But when I heard you talking about climate, I mean, with all your experience you or we have, I perceive that the more we are talking about complexity, the more it's getting perplex. There are these charlatans, contrarians, alarmists. They're all trying to, charlatan is a guy who is measuring with different means and different data, the more we are dumbed down by too much information. So I wonder how to overcome that. And I feel we should look into German education history.
Modelldenken im Unterricht, Model Thinking, not System Thinking. All this is as old as general system sciences. It is possible to embody in a build model. I'm speaking about scale models. And we have to come to other maps. I'm observing here still maps which are not equal area. It is possible to really show the footprint, the handprint, and the mindprint. And Gregory Bateson said, we need antennas for time horizons. And if we don't build them, and we have been building them in 1990 here in the German Chancery, then without these antennas, we are confusing and getting more afraid and perplexed, because the issues, methane, permafrost, all these different elements, all these different scales have to be brought together. And this exhibition in 1990 in the German Chancery was challenges to science and politics. So it is not blaming the policymakers or the politicians or the people. We really have to come to another language. So I wonder, have you heard about this Modelldenken im Unterricht, published here by Herbert Stachowiak in 70s or 80s. So to really make it concrete or cry out loud. Kann jemand das beantworten? Ja, ich bin jetzt etwas ratlos, liegt vielleicht auch an der schlechten Akustik. Ich habe die Frage jetzt noch nicht so richtig verstanden, wenn Sie die noch mal präzisieren könnten. Können wir nicht nur alphanumerisch mit schönen Worten und Zahlen, sondern eben multimedial, multimodial durch andere Medien, virtuelle Augmented Realities oder wie das immer auf Deutsch heißt oder Englisch, können wir anders kommunizieren? Und sollten wir nicht mal zum Rückkommen auf das, was Max-Planck-Institut für Bildungsforschung gemacht hat, dass wir Modelle wieder in den Unterricht reinbringen und nicht im Kindergarten das machen und sobald die in die Schule kommen, werden sie zu Papageien. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr komplexe Frage. Also ja, Frage. Ich sag jetzt mal, es geht doch offensichtlich um Handlungsorientierung, ja. Und wenn ich mir den Orientierungsrahmen Lernfeld globale Entwicklung anschaue, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die genau auf solch eine Unterrichtsgestaltung gehen. Natürlich muss es dann im Unterricht umgesetzt werden, deshalb ist es wichtig, das auch in die Lehrerbildung zu implementieren. Das läuft aber auch. Also ich glaube schon, dass es da viele Aktivitäten gibt. Und ich kann nur einladen, sich mal die Beispiele, die eben aus dem Schulpreis beim Bundespräsidenten Bildung für nachhaltige Entwicklung, die wir da alle 2 Jahre prämieren, da können Sie das wunderschön sehen, dass das in Schulen auch gelebt wird.